Steffen Baumgart hat vor einiger Zeit mal gesagt, mit den finanziellen Möglichkeiten der Bayern hätte er sich für eine Verpflichtung von Victor Boniface sogar entschieden. Wäre das für Sie auch eine Überlegung wert gewesen? Und wie sehen Sie Boniface auch im Vergleich zu Kane in seinen ersten Spielen in der Bundesliga? Komplett anderer Spielertyp und es ist schön, dass sich der Kölner Trainer Gedanken um unsere Transferperiode macht. Wenn wir das früher gewusst hätten, hätten wir die auch auf 9 Personen erweitern können. Ich weiß nicht, ob das zielführend gewesen wäre, aber ansonsten glaube ich, haben wir genau den Spieler, den wir brauchen, die Persönlichkeit und den Spieler mit Harry. Wir haben den perfekten Mittelstürmer für uns gefunden und sind mehr als glücklich. Und wir müssen natürlich im Kollektiv mannschaftstaktisch schlau sein, um die Konter, die Umschaltmomente für Leverkusen zu verhindern. Und dann müssen wir körperlich sehr stark sein, weil es Boniface im Moment der absolute Zielspieler ist, auch für viele lange Bälle. Und dort sehr gut ist, um die Bälle zu behaupten, abzulegen. Und hat einen beeindruckenden Start hingelegt. Jetzt ist es an uns, da eine kurze Pauseknopf zu drücken.